Princess of Wales enthüllt Wunschreiseziel mit in der Grund ist sentimental. Prinz William, 40, und Catherine, Princess of Wales, 41, haben am St. David's Day, dem walisischen Nationalfeiertag, die walisische Garde getroffen. Vor allem für William ein aufregender Tag. Er ist ihr neuer Oberst. Ich fühle mich geehrt und freue mich, heute als ihr neuer Oberst hier vor Ihnen zu stehen. Gleichzeitig tut es mir leid, dass mein Vater heute nicht hier bei uns sein konnte, um sich zu verabschieden, aber ich weiß, dass er von seinem großen Stolz und seiner Bewunderung für Sie alle sprechen würde. Und von seiner eigenen Traurigkeit, von einer Ernennung wegzugehen, die er seit 1975 so sehr geschätzt hat, so der 40-Jährige. Ein Termin, der Erinnerungen hochholte, vor allem bei Kate. Während ihres Auftritts erinnerte sich Kate an ihr Leben in Nordwales als frisch Vermählte von Prinz William. Als dieser eine Ausbildung zum Hubschrauberpiloten bei der Such- und Rettungstruppe der Royal Air Force absolvierte und später als Pilot für die Seenotrettung bei der RAF arbeitete. Crystal Cunningham, die an der Veranstaltung am Mittwoch, 1. März 2023, teilnahm und Catherines Liebe zur Insel Anglesey teilt, berichtet gegenüber dem US-Magazin People, dass Kate sagte, sie vermisse den Ort und wolle Prinz George, 9, Prinzessin Charlotte, 7, und Prinz Louis, 4, unbedingt zu einem Besuch mitbringen. Sie hofft, ihre Kinder dorthin zu bringen und ihnen die schönen Strände zu zeigen, so Cunningham. Nachdem sich Kate und William im April 2011 das Ja-Wort gegeben haben, wurde Wales zum Schauplatz für ihr Leben als frisch verheiratetes Paar. Hier verbrachten sie auch ihre ersten Monate als Eltern, nachdem Prinz George im Juli 2013 das Licht der Welt erblickt hatte. Eine Zeit mit Höhen und Tiefen, wie Kate 2020 bei einem Besuch in einem Kinderzentrum in Cardiff enthüllte. Ich unterhielt mich mit einigen Müttern, ich hatte gerade George bekommen und William arbeitete immer noch mit dem Such- und Rettungsdienst. Also kamen wir hierher, als George ein winziges Baby war, mitten in Anglesey, sagte die heute 41-Jährige und betonte, ich war so isoliert, so abgeschnitten. Ich hatte meine Familie nicht um mich herum, er machte Nachtschichten, also wenn ich doch nur ein Zentrum wie dieses zu einer bestimmten Zeit gehabt hätte. Anführungszeichen. Eine besonders prägende Zeit, die die Princess of Wales in Anglesey verbracht hat und nun mit ihren drei Kindern teilen möchte. Verwendete Quellen: people.com, instagram.com.